Ja, liebe Leute, hier seht richtig. Es geht endlich wieder weiter mit Let's Play. Oh, das ist was. Assassin's Creed Origins. Und wir nehmen einen Brief mit. Es ist sogar der versteckte Papyrus. Eigentlich war das nicht so beabsichtigt, aber ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter. Mit endlich geht's mal wieder ein bisschen. Ja, wir haben einige Aufgaben zu erledigen heute. Wir haben einige Nebenaufgaben, die ich so ein bisschen machen möchte. Straßenkinder hätten wir hier. Hinten ist es die Bäckerin, also wir sind Level 24. Und wir haben einige Phylakis unterwegs. Zwei insgesamt. Zwei haben wir schon gekillt. Und ansonsten haben wir eigentlich gerade. Ja, wir haben noch eine Hauptmission. Wir werden auch noch die Echse machen. Ich denke mal so übernächste Folge vielleicht. Ich möchte eigentlich erstmal die beiden Nebenquests hier machen. Haben wir hier noch eine Assblut. Ritten für Anubis oder Riten. Rebellenallianz. Also wir haben eigentlich noch genug Nebenquests zu machen. Ja, gucken wir mal. Also wir werden erstmal jetzt erstmal wahrscheinlich die nächsten Folgen erstmal ein bisschen an Nebenquests machen. Also los geht's. Ja, warum ist so lange kein Assassin's Creed gekommen? Ganz einfach erkläre ich euch. Es fehlte so ein bisschen die Zeit durch meinen Job und alles drum und dran. Ich habe ja diverse andere Projekte noch. Entschuldigung. Die sind in meinem Auge erstmal ein bisschen vorgegangen. Also sage ich jetzt, bevor es jetzt in Urlaub geht, ich fliege jetzt am Freitag in Urlaub, wollte ich euch wieder ein bisschen mit Assassin's Creed mal machen. So, wir müssen, wie gesagt, jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier uns irgendwas überrascht. Wir sind Level 24, fast Level 25. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Ich muss jetzt erstmal zu dem Zielpunkt hier hin. Das sind nämlich noch 80 Meter. Ich mache immer den kürzesten Weg, wie ich das bei Assassin's Creed so häufig mache. Halt! Dieb! Ein Dieb! Magi! Fang diesen kleinen Tun nicht gut ein! Schnell! Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen! Ein Magi sollte aber schneller sein. Wie kann ein so kleines Kind so schnell rennen? Los, Magi! Schnapp sie! Das war Hinterhalt. Ja, du hast mich in den Hinterhalt gelockt, du kleiner. Gebracht, um diese Banditen loszuwerden. Klar doch. Ich bin schrecklich schlau. Das sagen alle. Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten. Und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Wie heißt deine Schwester? Kavit. Und ich Ifri. Wenn du sie findest, sag ihr, dass ich sauer bin. So, diese Mission heißt Straßkinder. Ich kann mal gucken. Ist aber nichts im Plünder da. Gut. Wo müssen wir überhaupt hin? Warte mal. Unfassbar, dass Kavit mich den ganzen Tag hat in der Werft warten lassen. Da stinkt es. Wo müssen wir denn da überhaupt hin?
Jetzt. Erreiche die Schiffswehr von Memphis, so ist es richtig. Es gibt immerhin 3.500 Erfahrungspunkte, die ich gerne mitnehmen würde. Ich muss ja wieder leveln. Ja, wir haben jetzt einige Nebenquests. So. Dieses Schiff segelt so schnell nicht los. Was wird das für ein Schiff? Bestimmt sogar rehneidisch. Ja, es heißt, das Schiff hätte gestern im Hafen Feuer gefangen. Weißt du, was los war? Nein, ich soll's nur wieder herrichten. Bei dem Feuer war bestimmt sogar rehneidisch. Ja, es heißt, das Schiff hätte gestern... Gut, den haben wir schon bequasselt. Ein Ölhändler. Hat er Kavit gesehen? Ja, hier unten. Sie hatten die Kinder eingesperrt. Ah, das Schiff war im Trockendock, als es Feuer fing. Ölspuren. Brandbeschleuniger. Also Brandstiftung. Achso, dafür hast du mich jetzt quasi rausgeschickt. Okay. Moin, ich muss mit der quasseln. Bleib bloß weg, oder ich schlag dir die Zähne aus. Bleib ruhig. Hast du gestern ein junges Mädchen bei der Werft gesehen? Ich sehe sehr viele Mädchen. Meistens lohnt sich kein zweiter Blick. Sie würden wohl dasselbe von dir sagen. Jo. Falls du von mir Informationen willst, hat sich der Preis damit verdreifacht. Lieber werfe ich meinen Geldbeutel in den Fluss. Zurück, sag ich! Ich verabscheue Diebe und Hausierer! Stell dich fort von hier, bevor du was zertrümmerst! Zurück, sag ich! Ich muss ihn anders zum Reden bringen können. Das ist der Mast des verbrannten Schiffs. Ein buntes Segel. Ungewöhnlich. So, was haben wir noch? Ja, die Frage ist, kriegen wir den irgendwie zum Reden? Zurück, sag ich! Ich verabscheue Diebe und Hausierer! Stell dich fort von hier, bevor du was zertrümmerst! Manche Leute verstehen einfach nur Gewalt. Halt, du Grobi! Ich rede ja! Zurück, sag ich! Bei den Gliedern des Osiris! Du bist grausam! Was war mit dem Mädchen? Bei meinem zweiten Blick hat sie gerade meinen größten Krug mit Öl gestohlen. Sie verschwand damit geschwind wie ein Dämon. Bei meiner Rückkehr zerschlugen einige Rüpel gerade meine Ware. Möge euer ganzer Haufen doch einfach im Nil versinken. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. So. Kavit stahl diesem blöden Händler einen Krug Öl und versteckte sich bis abends. Im Schutz der Nacht verteilte sie das Öl auf dem Schiff und zündete es an. Das Feuer erfasste das ganze Schiff. Klar. Während das Schiff brannte, befreite Kavit die gefangenen Kinder im Hafen, aber die Banditen haben sie wohl erwischt. Wem auch immer das Schiff gehört, war für die Entführungen verantwortlich. Das Schiff hat ein buntes und sehr auffälliges Segel.
Finde Kavit und die Kinder. Beim Schiffsteinführer. Aber trotzdem würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich muss die Folge ein bisschen kürzer schneiden, da ich, wie gesagt, in den Urlaub fliege jetzt demnächst. Es kann aber sein, dass der letzte Teil immer noch so kurz ist, da damit drankommt. Ne? Ansonsten bin ich raus für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.